Und demnächst wird dort vielleicht auch ein neues Kinderbuch stehen. Geschrieben hat es nämlich ein berühmter Schauspieler, der aus einer berühmten Schauspielerfamilie kommt, Max von Thun. Er ist ja ein richtiges Multitalent, dreht nicht nur Filme, schreibt Bücher. Er ist auch noch Sänger und Gitarrist der Band 77. Der Sternenmann heißt das neue Kinderbuch, das er geschrieben hat. Und einen neuen Film gibt es auch bald zu sehen. Was suchen wir? Wir suchen nicht, wir finden. Ah ja, stimmt, so war's. Ein neuer Fall für Max von Thun und Jessica Schwarz als Ermittlerduo aus dem Schwarzwald. Waldgericht verspricht Spannung. Anfang nächsten Jahres im ZDF. Diesem Blick kann keiner widerstehen. Max von Thun, aufgewachsen in einer Schauspielerfamilie, ist vielseitig, im wahrsten Sinne des Wortes. Vor 2 Jahren ist er unter die Autoren gegangen mit einem Kinderbuch. Es wurde direkt zum Bestseller. Nun ist sogar der erste Roman entstanden. Und dafür hat er einen besonderen Co-Autor. Ja, heute ist er allerdings alleine bei uns. Max von Thun, herzlich willkommen. Hallo. In der Abendschau. Hallo. Ja, und wir haben jetzt hier das Buch einmal und das Hörbuch da liegen. Und du hast mir schon erzählt, dass das Hörbuch was ganz Besonderes ist, weil du hattest einen tollen Sprecher, mit dem du es gemeinsam gemacht hast. Naja, also das Schreiben allgemein hat sich jetzt als ganz tolles Standbein zusätzliches herausgestellt, weil das so krisenresistent ist oder zumindest mir die Möglichkeit gibt, das auch in dieser jetzigen Situation zu Hause zu machen. Und wir haben, mein Co-Autor und ich, Romedio von Stein, mein Sohn hat sich diesen Namen ausgedacht, mein Co-Autor, haben den ersten Roman ist der Stern und das große Abenteuer zu Hause im heimischen Studio vertont, während dem ersten Lockdown. Und er hat da mitgelesen und er hat sämtliche Geräusche und sphärischen Klänge aufgenommen oder beziehungsweise am MIDI-Keyboard ausgesucht. Und er ist ein rülpsender Fisch im Weltall und er hat Schafgeräusche gemacht. Und das ist einfach sehr, sehr schön und das hat uns sehr zusammengeschweißt und war eine sehr sinnvolle Aufgabe, als man nicht viel anderes machen konnte. Und gleichzeitig bringt es vielleicht anderen Kindern jetzt auch noch Freude. Also es ist eine Win-Win-Win-Win-Situation im Idealfall. Viermal Win gleich, das ist ich habe mich verzählt, ja, ich habe viele Wins. Also, ja. Ja, aber das kam ja rüber, dass es einfach für viele Seiten wirklich positiv ist. Aber wie viel Kreativität steckt denn da drin? Also wie viel kommt da von den Kindern, die ja sowieso eine blühende Fantasie haben? Und wie viel musstest du dann noch so lenken? Also dieser Roman ist entstanden durch Gespräche am Esstisch. Also es gibt schon 2 Bilderbuchbände vom Sternenmann, der Stern und die furchtlose Prinzessin Luna. Und bei der Luna hat mein Sohn schon wirklich aktiv so zumindest die Illustrationen alle abgenickt und hat gesagt, nein, ich will, dass das so ist und so. Und hat gemerkt, dass ich ihn da auch ernst nehme, was mir auch Spaß gemacht hat. Und das hat seine Fantasie wahnsinnig beflügelt. Und der hat mir seitdem irrsinnig viele Ideen gepitcht. Und da ist also wirklich ganz, ganz viel von ihm drinnen. Ich nehme immer Gespräche am Esstisch auf und sage dann, also pass auf, und wie könnte es dann weitergehen? Und wie kommen Sie dahin und wie kommen Sie wieder zurück? Und dann sage ich, das ist ganz einfach. So, und dann nehme ich das auf und verwerte das. Und dann lese ich ihm das auch mal vor, was ich geschrieben habe. Und er kommentiert das und sagt, ja gut, oder wie wäre es denn hier? Also er ist wirklich, deshalb steht das auch drauf, das ist jetzt kein PR-Gag. Er nimmt richtig Anteil und er hat tolle, tolle Ideen. Wie du sagst, Kinder denken ja völlig ohne Schubladen und da gibt es immer eine Lösung, weil man sagt, ja, der fliegt halt dann weg. Ah ja, stimmt, bin ich drauf gekommen. Klar, fliegt der weg, warum nicht? Na klar. Und das ist einfach das Schöne und das beflügelt ihn und gleichzeitig ist das so unser Vater-Sohn-Projekt. Da bin ich irrsinnig stolz drauf. Das ist toll, mit dem Sohn zusammen. Aber es gibt eben auch diese furchtlose Prinzessin in dem Buch. Das heißt, ist auch was für Mädels. Und wie wichtig war euch so ein Charakter auch, dass da auch irgendwie ein weiblicher Charakter drin ist, die vor nichts Angst hat? Die ist so entstanden. Also im ersten Bilderband gibt's also wir haben einen dunkelhäutigen Mann im Mond und das war für mich gar kein Thema und eine Astronautin und das kam dann bei Lesungen ganz toll an. Also die Astronautin war bei Mädchen gesagt toll und so. Und dann haben wir daraus entstand irgendwie die Luna und dann hat mein Sohn gesagt, die soll rote Haare haben, die soll eine Brille haben, weil er findet das toll, wenn Mädchen Brillen tragen und so. So ist das entstanden. Also wir machen das nicht berechnend und überlegen uns nicht, was könnte gut ankommen oder im Markt gut funktionieren, sondern wir machen das, worauf wir Lust haben und haben überhaupt keinen Druck. Also wir sind auch jetzt gerade wieder am nächsten Roman und
wenn der nie entstehen sollte oder der Verlag sagt, also pff, das ist jetzt wirklich nichts, was wir veröffentlichen wollen, dann halt nicht. Es ist trotzdem eine sinnvolle Zeit, die wir verbringen und nutzen und so. Und alles, was entsteht, entsteht ohne Hintergedanken. Das müsste jetzt mein Co-Autor beantworten. Warum die Luna? Und das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen, weil wir haben auch immer mit einem Blick die Ministerpräsidentenkonferenz im Auge. Aber es war ein toller Einblick und sicherlich auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für Kinder. Also, ja, absolut. Danke. Vor allem in der jetzigen Zeit, wenn man vielleicht ein bisschen sich zurückzieht mehr. Und lesen immer, das kann ich nur wirklich jedem empfehlen. Lesen ist so toll für Kinder. Es schafft eine Nähe beim Vorlesen. Es prägt die Sprache von Kindern und es schiebt im Hirn irrsinnig viel an. Und das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Max von Thun. Ja, und wenn Sie Sterne sehen, dann denken Sie wahrscheinlich hoffentlich in der Adventszeit an die Sternstunden, die Benefizaktion des